So, weiter. Er ist ja besiegt. Zack. Und jetzt? Was geschieht jetzt? Hosenblätter. Sind wir wieder draußen. Und er hat ein Schlüsselloch zerstört. Alles in Ordnung, Rico? Ich bin nicht Rico. Ich bin bloß eine Fälschung. Ich weiß nicht mehr, wann ich erschaffen wurde oder warum. Jetzt habe ich nur noch euch und Namine. Aber all diese Erinnerungen sind nicht echt. Namine, kannst du Rikos normales Gedächtnis wiederherstellen? So funktioniert das nicht. Schon gut, macht euch keine Sorgen um mich. Warte! Wen interessiert es, ob du nur ein Machwerk bist? Du hast dein eigenes Herz. Deine Gefühle und Erinnerungen gehören nur dir allein. Sie sind was Besonderes. Sora, du bist ein guter Mensch. Ich muss nicht echt sein, um zu erkennen, wie echt deine Gefühle sind. Mir reicht das so. Riku! Riku. Kannst du unsere Erinnerungen wiederherstellen? Ja. Bloß weil ihr euch nicht erinnert, heißt das nicht, dass alles weg ist. Wie meinst du das? Die Erinnerungen an etwas sitzen. Erinnerungen an andere Dinge frei. Eure Erinnerungen sind verknüpft wie Glieder einer Kette. Und genau diese Ketten verbinden uns miteinander. Ich zerstöre keine Erinnerungen. Ich nehme Glieder auseinander und setze sie neu zusammen. Eure Erinnerungen bleiben dennoch erhalten. Du kannst es also wieder zusammensetzen? Ja, aber zuerst muss ich die erstellten Glieder trennen. Dann die Erinnerungen aus euren Herzen lösen und neu zusammensetzen. Das wird dauern, aber ich glaube, es wird klappen. Nein, ich sorge dafür, dass es klappt. Jetzt bin ich an der Reihe, euch zu helfen. In Ordnung, wir vertrauen auf dich. Hey, Moment noch. Sagtest du nicht, dass du die neu erstellten Glieder auseinandernehmen musst? Heißt das... Ja, Chimney. Ihr werdet euch nicht mehr an die Erlebnisse am Schloss erinnern. Nicht mal an dich? Es tut mir leid. Es ist die einzige Möglichkeit. Du musst dich entscheiden, Sora. Du kannst die Erinnerungen an das Schloss verlieren und bekommst deine alten Erinnerungen zurück. Oder du behältst deine neuen Erinnerungen und gibst deine alten auf. Muss ich mich entscheiden? Ja. Darf ich mich selbst entscheiden? Nein. Dann will ich so sein wie früher. Das wäre jetzt cool gewesen, wenn ich selbst entscheiden könnte. Aber egal. In Ordnung. Verstehe. Ihr braucht schon falsche Erinnerungen, was? Erst recht, wenn man echte Erinnerungen an Menschen hat, die einem wichtig sind. Das würde jeder so sehen. Und? Komischer Raum. Möchten wir hier drin schlafen, um unsere Erinnerungen zurückzubekommen? Ihr schafft das schon. Es kann etwas dauern, aber ich kümmere mich um euch. Aber wenn wir aufwachen, erinnern wir uns doch nicht mehr an dich. Wie sollen wir dir dann später danken? Kein Problem, Donald. Ich trage es in meine Reisechronik ein. Namine danken. Natürlich, warum ist mir das nicht eingefallen? Gute Nacht, Namine. Gute Nacht. Es ist doch mitten am Tag, auf jeden Fall bei mir. Dir auch, Sora. Danke. Es mag mit einer Lüge begonnen haben, aber ich bin froh, dich kennengelernt zu haben, Sora. Ja, ich auch. Als ich dich gefunden habe,
Sogar als mir dein Name wieder einfiel, war ich so glücklich. Meine Gefühle waren echt. Auf Wiedersehen. Ja, genau, auf Wiedersehen. Ich werde dich wiedersehen, wenn ich aufgewacht bin. Wir werden wahre Freunde. Versprich mir das, Namine. Du wirst es vergessen. Nein, werde ich nicht. Selbst wenn du die Kette der Erinnerungen in meinem Herzen trennst, bleiben die Glieder. Die Erinnerung wird immer irgendwo in mir schlummern. Ich glaube, du hast recht. Dann wollen wir uns das Versprechen geben. Wir werden uns wiedersehen, Namine. Handschlag und tschüss. Kletterst du an dieser Lotusblüte oder was das ist? Sora? Die losen Glieder werden in die Dunkelheit deines Herzens sinken. Du wirst nicht einfach darauf zugreifen und dir das Gewünschte aussuchen können. Aber du hast noch ein anderes Versprechen gegeben. Zu einem ganz besonderen Menschen, der für dich unersetzbar ist. Sie ist dein Licht, das Licht in der Dunkelheit. Wenn du dich an sie erinnerst, drücken die längst verlorenen Erinnerungen deines Herzens zurück ins Licht. Noch ein Versprechen. Beachte den Glücksbringer. Ich habe seine Form zusammen mit deinem Gedächtnis geändert. Aber als du an sie gedacht hast, wurde er wieder so wie vorher. Erinnerst du dich? Cutscene. Er sieht all die anderen Menschen wieder. Von Verlangen. Riku, Kairi. Jetzt habe ich mich wieder erinnert. Alle meine Freunde. Namine, keine Angst, du wirst mich vergessen. Aber wir haben unser Versprechen. Ich kann zu dir zurückkommen. Versprochen ist versprochen. Eines Tages wird es unser Licht sein, das uns zusammenführt. Ich werde in deinem Herzen sein, bis die Zeit gekommen ist. Ich weiß, vergessen, aber nicht verloren. So. Schon fertig, schade. Nee, doch nicht. Ja, das Spiel war zu Beginn verwirrend, aber es war doch irgendwie cool. Aber vom Endkampf habe ich mir irgendwie mehr versprochen. Da war diese falsche Riku irgendwie schwerer als der Endboss. Aber ja, ich bin froh, dass ich zu Ende gespielt habe. Ich war teils kurz vor dem Nervenzusammenbruch. Aber am besten hat mir die Winnie-Pooh-Stelle gefallen, einfach weil der Bär so süß ist. Und das Ferkel, das ist noch süßer. Ja. Also Leute, wir hören uns noch das Lied an und dann.
simple and clean. Winnie the Winnie Pooh und Ferkel. Hey. So, das war Kind. Memories? Gibt's irgendwelche Bonusinhalte? Ah, es geht noch weiter. Gut. Was geschah? Schwindende Erinnerung. Rekonstruierte Erinnerungen und ein Traum. Ein Traum von dir in einer Welt ohne dich. Tiefgründig. Ende. Ja. Das scheint jetzt endgültig gewesen zu sein. Published by Nintendo. Disney, bla bla, ja, Werbung von 2005. Hier. Oh, ich könnte jetzt als Rico spielen, aber nee, das möchte ich nicht. Also, beim nächsten Mal geht's weiter mit Digimon Dusk. Und ja. Bis dann, Leute.